Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play. Jetzt fällt es mir nicht ein. Fallout New Vegas, genau, das ist es. Und, wir laufen hier in einem atemberaubenden Tempo nach Novak. Was daran liegt, dass unser Gewicht leicht überladen ist. Ja. Mir fiel noch mal eine Strategie ein, ne? Mich in der letzten Folge hätte das Gold theoretisch ohne TGM mitnehmen können. Und trotzdem hätte rauskommen können. Ich hätte einfach wahrscheinlich wirklich nur die Laser ihre Arbeit machen lassen sollen. Der Vater Elijah hat sich ja nicht weiter um mich gekümmert. Ich hätte also friedvoll flüchten können. Während halt die Laserkanonen relativ lange gebraucht hätten und ich dann, denke ich mal, mit dem Signal vom Halsband hätte flüchten können. Vom Weg her. Ich denke, das hätte geklappt. Also denkt euch, als hätte ich das getan. So. Weil im Endeffekt habe ich das eigentlich auch nur noch gemacht, weil mir hat dieses DLC ist mir halt echt bis an die Gurgel gegangen. Ich hatte da echt langsam keine Lust mehr drauf. Und, da dachte ich mir, ach komm, egal, jetzt cheaten wir. Schreibt das doch ruhig in die Kommentare. Wir haben eh genügend Geld eigentlich, aber ich dachte mir, das ist eh so lustig. Das müssen wir jetzt noch reinhauen. So, aber erstmal nach Novak. Kann ich eigentlich springen? Nee. Gut, das heißt, wir müssen uns unsere Wege vorher mal nachdenken. Zum Beispiel werde ich da nicht hochkommen, also gehe ich diesen Berg hier hoch. Wir wandern durch die Mojave. Ja. Und warten darauf, erlöst zu werden. Man geht halt echt extrem langsam damit. Vielleicht mal speichern. Das geht immer. Ich glaube, wenn wir das aber geschafft haben, dann sind wir reich. Sehr reiche Männer. Also eigentlich sind wir ja nur ein Mann, aber selbst wenn wir zusammen unterwegs sind, sind wir Veronica, Edie und ich. Das ist ein Mann. Ich weiß nicht, als was man Edie bezeichnen kann. Ist ein Roboter, ist ein S, ne? Edie. Oder Edie. Edie mit I am Ende? Ist ja, glaube ich, die... Also, ist nicht, glaube ich, ist, wenn ich mich nicht gerade täusche. Ja, die künstliche Intelligenz aus Mass Effect. Eigentlich auch sehr lustig, dass es da so extrem große, extrem nahe Namens Annäherung, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, gibt. Während die Personen ja sogar relativ ähnlich ist. Es sind ja beides Roboter, quasi beides mit einer künstlichen Intelligenz. Und ja. EDE und EDI. Gut, wir müssen weiter nach Novak. Das ist perfekt.
Da lagern wir unsere Goldsachen nämlich in dem Tresor ein. Das ist das Kraftwerk da schon, was man da sieht. Das ist also... Wir sind schon relativ nah. Wie weit auf der Karte? Ach, guck mal hier, Giftmüllhalde. Haben wir schon geschafft. Hälfte der Strecke ist rum. Und erst 5 Minuten. Ist also nix. Oh, hallo. Aua. Ja, minus 1, da haben wir gerade so geschafft. Oha. Knapp. Hä? 92 war es? Wieso hat er noch... Aua. Hey. Oha. Hilfe. Wo ist er denn? Nicht gestört. Okay, dann mache ich mir halt einen. Habe ich einen Medex? Mhm. Habe ich einen Psycho dabei? Okay, nee, habe ich nicht. Boom! Eieiei. Schon besser. Oh Gott, ich habe gespeichert. Das ist keine gute Idee gewesen, glaube ich. Na. Das Ding ist halt, ich habe halt gar keine Fluchtmöglichkeit. Deswegen muss quasi alles sitzen. Wenn ich hier jetzt kämpfe. Sowas darf zwar passieren, aber... Wenn jetzt irgendwas Schlimmeres kommen würde, wäre es schon dramatisch. Ich finde es trotzdem noch lustig, weißt du, wir haben so eine Tonne auf dem Rücken, ne? Aber wenn wir die Waffe wegstecken, sind wir trotzdem noch schneller. Natürlich. Die Waffe macht es jetzt auch. Was unbedingt, also was wirklich so 50% bei einer, das ist der Hammer. Das ist. Meine Brille ist wieder irgendwie zu weit vorne. So, da sieht man das Kraftwerk schon. Helios One. Und da sehe ich auch schon Novak. Das heißt, wir sind echt bald da. Hätte ich ja irgendwie nicht gedacht, dass wir das diese Folge schaffen. Ist das die gefüllte Pony? Echt, die war rechts davon? Wusste ich jetzt nicht. Aber es macht ja nichts. Das Ding ist nur... Also ich habe schon so eine Verkaufsstrategie... Aber ich weiß nicht, wie gut die funktioniert, weil wir müssen ja schließlich auch noch unsere ganzen Sachen loswerden, die Goldbarren. Und kein Händler, die sind ja 120.000 wert pro Barren, kein Händler hat ja so viel Geld. Das heißt, es muss doch irgendwie... Muss ich diese Wirtschaft da zum Brüllen bringen. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber irgendwie muss mir das gelingen. Naja.
Norweg kommt immer näher. Ich würde sagen, dank des Scharfschützen sind wir ab der Brücke sicher. Das heißt, wenn da irgendwas passiert oder so, wird uns nichts mehr passieren, sagen wir es mal so. Es wird heller. Glaube ich. Ich meine, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube. So. Danach geht es übrigens auch ins nächste DLC rein. Und wenn wir die, also zwei Stück haben wir noch: Lonesome Road und. Lonesome Road, Dead Money und. Outworld Blues, wenn ich mich nicht täusche gerade. Oder ist Outworld Blues 1 von 4 oder 3, ich weiß es gerade gar nicht. Und schon danach geht es aufs Ende des Let's Plays zu. Mensch, Mensch, Mensch. So, ab hier dürften wir eigentlich sicher sein. Also wenn jetzt noch irgendwie die Legion oder so kommt und ein Überfallkommando wieder auf uns macht, dann tun die mir leid. Weil die werden vernichtet. Also sie tun mir eigentlich nicht leid, aber ich sag jetzt mal, ne? Die werden keine Chance haben. Wenn er mit der richtigen Seite zu uns gucken würde. Was er nicht tut. Das Thermometer ist auch nicht mehr ganz richtig, ne? Ich glaube nicht, dass es 35 Grad Fahrenheit da sind. Wäre ziemlich kalt. Sind nicht sogar 35, 36 Grad Fahrenheit? Nee. Nee. Aber das ist wenig. Ich glaube 84 Grad Fahrenheit sind doch irgendwie 30 Grad oder so. Celsius. 34 ist mehr minus 50 oder so. Wenn ich richtig rechne, keine Ahnung. Aber ich verstehe jetzt auch immer nicht, warum die Amerikaner sich da so denken, ja, wir sind besonders, wir dürfen, können nicht das metrische System verwenden und nicht das Celsius-System und ja. Vollidioten sind das. Also die Amerikaner sind eh Vollidioten. Also wie kann man denn bitteschön sowas Ungenaues wie Meilen nehmen? Ganz im Ernst. Das ist doch einfach mega bescheuert. Oder halt auf Fahrenheit. Na, eigentlich wäre mir am liebsten, wenn alle in Kelvin rechnen würden. Dann hätten wir, Wetterbericht sagt dann, ja, ne, heute wird ein schöner warmer Tag, es wären 300 Kelvin. Das wäre ein Traum. So. Ha, schön, wir haben es geschafft. Ach, da, die Goldbarren. Ich bin immer noch belastet. Mensch. Denn so viel aus dem Casino mitgenommen? Wüsste ich jetzt gar nicht. Ein paar Waffen, ja, aber das macht doch den Braten nicht fett. Sonderbar. So, aber der Dino, die Leitnaden, wird mir ja alles abnehmen, von daher ist das nicht weiter schlimm. So. Ha. Wie geht's? Wunderbar, und Ihnen? Willkommen zurück. So. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Okay, wir nehmen jetzt erstmal alles, was er so hat, was wir irgendwie in einer Art gebrauchen können. Das ist allerdings nicht viel. Okay, Fernglas, Messer, Love and Hate wollte ich ja mal behalten, habe ich ja gesagt. Killeranzug, Sierra-Madrell. Okay, Absinth. Buff-Out.
Okay, Geisterblick. Gut. So, jetzt dann mache ich das mal mit meiner Taktik. Nehm Waffen. Kauf die. Quasi. Repariere die je nachdem auch manchmal. Um dann im Gegenzug wiederum Sachen verkaufen zu können. Verstehst du? Das ist finde ich sinnvoll. So. Oh, kriegst Geld und Kaffeetassen, Hülsen und sowas hier und sowas und Einbalsamierungsflüssigkeiten, Munitionen, die ich nicht brauche. So, dann hat der Mann nämlich wieder. Kommen Sie. Jetzt bin ich natürlich überlastet. Bis zum geht nicht mehr wieder. Auch gar nicht mal so sehr. Freier. Kann ich irgendwas reparieren? Buschbüchse. Erstmal den Cowboy-Repetierer. Oder was ist mehr wert? Na, eigentlich ist es ja egal, weil ich hab's Geld ja. So. Mhm. Die Knarre können wir nicht reparieren. Der Karawanschrotflinte. Kettensäge können wir nicht reparieren. Love and Hate. Was macht denn mehr Waffen? Schaden. 51. Jetzt geh auf S. Okay. So. Ein Scharfschützenkarabiner. Ja. So. Plasma Defender. Und. Okay, das mache ich nicht. Die Panzerbüchse. Paciencia können wir mit der Buschbüchse reparieren. Und die Panzerbüchse mit einer Karawanschrotflinte. Bringt jetzt nichts, sind wir immer noch nicht durch. Richtig. Ich weiß ja nicht genau, wie ich das mache mit dieser Strategie. Wir werden die nächste Folge wahrscheinlich komplett nur verkaufen. Und dann nach der Folge gehen wir wahrscheinlich in das DLC rein. Oh. Eine Truhe. So. Hier packe ich jetzt mal erstmal die ganzen Waffen rein. So. Nehme. Ach ne, warte mal. Ein paar Sachen hier. Dead Money Overall, den Smoking und so. Das sind ja so bestimmte Sachen, die wollte ich eh nicht haben. Genau. Und nehme der mir dafür Goldbarren. Der kostet. Einer kostet was? Nee. Einer wie ich knapp. Okay. Ich bin wieder überlastet. Ja, gut.
Zimmer. Damit wir nämlich eine gute Grundsituation quasi haben. So. Willkommen zurück. Ja, ja. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Ach, der hat nur noch 5000 Deckel. Das ist auch sehr gut, weil wir ja gerade jetzt mal so 20.000 Verlust gemacht haben dadurch. Aber das macht ja nichts. So, genau. Nein, nein, nein. Ich mache noch was, was zu meiner Folge gehört. Nämlich nach... Ich bin nicht... Echt? Für diese paar Millimeter? Ja, natürlich. Oder sind die im Lucky 38? Weiß ich gar nicht. Ich muss mal gucken. Ich reise erstmal nach Prim. Nach Primrose Everdeen. Der Strip gehört hat. Willkommen zurück zum Programm. Ah, nee. Abi. Hallo. So. Lager. Du kriegst nämlich mein Wasser noch. Und meinen Mais. Du. Was ist 20.000 Gorillas sind das? Meine Arzttaschen kriegst du auch. Und. I-103-188. Wo ist das Ding nochmal? Irgendwo hier, dachte ich. Viper, Coyote Bean. Hä, wo waren die Dinger denn nochmal? Searchlight. Ach, das war. Nein, das war die Straße weiter höher. Ha, genau. Alles super. So, ich hoffe, die ist da. Genau, da ist Veronika. Die Dinge werden. Wie sieht's aus? Ja, folgen Sie mir. Auf geht's. Ja. Machen wir ein bisschen Erd. Genau, Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Nicht ganz. So. Jeden Tag seltsamer. War das nicht hören der... Hören Sie die ganzen Loser, die darüber jammern, ihr letztes Hemd auf dem... Da. Wollen Sie Nachschlag? Ja, gerne. So, ich habe irgendwie noch so ein paar Sachen, die ich hier verkaufen kann. So was wie ruhiger Hand, das brauche ich ja nie. Okay. Nein. Akzeptieren. Hat die Sachen. Nein. Okay. Danke. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.